Es ist echt eine harte Zeit aktuell. Wie meinst du das? Na alles, die Preise für Lebensmittel, der Privatjet, die Versicherung von Porsche, einfach alles. Ah ja, verstehe. Aber gut, als Fußballprofi ist einem das doch sowieso Schnuppe. Schnuppe? Nee, da hat man schon Angst. Angst vor was genau? Die meisten Bundesliga-Profis sind doch Millionäre, Mann. Na, der Markt ist abgeflacht. Es ist nicht mehr so einfach, 5 Millionen Euro oder mehr im Jahr zu verdienen. Ja gut, dann sind es halt eben nur 3 Millionen. Eben, 3 Millionen? Wofür dann überhaupt noch aufstehen? Bei dem lächerlichen Gehalt. Junge, was tickt bei dir nicht ganz sauber? 3 Millionen Euro, das verdienen viele Deutsche in ihrem ganzen Arbeitsleben nicht. Was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre doch furchtbar. Ja, es gibt in diesem Land, Real Talk, Menschen, die mit 1500 Euro im Monat auskommen müssen. Aha, so. Und warum verdienen die Menschen dann nicht einfach mehr? Dein Scheiß ernst, Mann? Und vor allem, wie machen die das dann mit den 4 Sportwegen? Das geht doch alles dann gar nicht. Nee, richtig. Und viele haben halt dann einfach gar kein Auto. Also, wenn überall so schlecht bezahlt wird wie bei uns, dann fährt sowieso bald niemand Auto. Alter Nico, ohne Spaß. Lass es bitte einfach gut sein, Mann. Gut, mir gehen sowieso gerade die Uhren aus. Ich hoffe, die Fußballer überleben das und bekommen keine allzu schlimmen Existenzängste.